Heute spielen wir einen Blues mit Slide. Ja, hallo, ich bin's, der Michael von der Online-Gitarrenschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Heute geht's ums Thema Slide-Gitarre spielen, ja, mit so einem Röhrchen. Ich habe mir hier so ein Slide aus Glas besorgt. Habe auch noch eins aus Metall, muss aber sagen, bevorzuge eher das Glas, weil es einfach ein bisschen runder klingt und nicht so, Metall auf Metall klingt halt ziemlich hart und das klingt dann noch ein bisschen weicher. Ich habe mir hier so noch ein bisschen Schaumstoff zurechtgeschnitten, weil mein Finger ein bisschen zu klein ist und ich das Slide auf dem kleinen Finger habe. Und dann setze ich das einfach so ein bisschen mit dazu. Und dann hält es ganz gut. Die meisten spielen mit einem Slide auf dem Ringfinger. Ich möchte aber, dass meine anderen drei Finger weiterhin zum Spielen gut da sind. Und wenn da so ein Röhrchen drauf ist, geht es ein bisschen schlecht. Und aus dem Grund habe ich das Slide auf dem kleinen Finger. Okay, erstmal ganz kurz prinzipiell, wie funktioniert das mit dem Slide? Beim Slide ist es einfach so, ich lege das Röhrchen auf die Saiten. Ja, und da hört man. Das Ganze ist buntlos, ja. Ich fahre einfach mit den Röhrchen ganz leicht über die Saiten. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, ich drücke die Saiten nicht runter. Also das heißt, ich liege wirklich nur an der Saite dran. Und ja, in dem Ding, dass ich da halt jetzt so in den Ton reinfahre, intoniere ich das Ganze. Wenn man normal spielt, zum Beispiel jetzt angenommen, ich spiele mal jetzt so hier die Töne, fünfter Bund B-Seite, der Ton E, ja, was wir nachher auch bei unserem Blues-Stück spielen, fünfter Bund, dritter Bund, ja, dann G-Seite, vierter Bund und zweiter Bund, ja. So, wenn ich diese Töne spiele, drücke ich ja die Saiten runter und die Saite liegt hier auf dem Bundstäbchen auf, ja, und dadurch habe ich genau den Ton, ja. Wenn ich jetzt mit einem Slide das Ganze spiele, ist es so, ich fahre direkt mit meinem Röhrchen direkt über das Bundstäbchen. Dann habe ich den Ton. Ja? Bin ich nämlich zu weit hinten, ja? Hören wir? Passt nicht. Ja? Und natürlich auch mit den Ohren ein bisschen dabei sein, dass man einfach den Ton dann mit der Zeit auch wirklich hört. Ja, und ich versuche das jetzt einfach so, dass ich immer so ein bisschen in den Ton von einem Halbton tiefer, also einen Bund tiefer einfach reinrutsche. Okay, so, mein Blues, den ich komponiert habe, ist einfach nur in der E-Moll Pentatonic. Für die Töne, die ich hier greife, spiele ich die ganz normale Standardskala hier. Und ansonsten, für die Sachen, die ich mit dem Slide spiele, benutze ich die Töne, die ich jetzt gerade eben schon gesagt habe. Fünfter Bund auf der B-Seite, dritter Bund auf der B-Seite, vierter Bund auf der G und der zweite Bund auf der G-Seite und dann ab und zu noch die leere G-Seite. So, ich habe dann so einen kleinen Blues-Riff, der geht so. Ja, das ist so mein Einsteigeriff. Den erkläre ich ganz kurz, aber ich denke, das kann man dann alles ganz gut aus der Tabulatur lesen. Los geht's. Ich spiele die tiefe E-Seite, gehe dann eine Oktave hoch auf E und die leere D-Seite. Das ist meine erste Triole. Dann geht's runter auf die A-Seite, zweiter Bundton B und die leere A-Seite. Und ja, dann auf dritten Bund tiefe E-Seite. Ja, da habe ich 1 und die 2 und 3. Und jetzt auf CZ4 spiele ich ein E7-Akkord, zweiter Bund auf der B-Seite, D-Seite leer, erster Bund auf der G-Seite. Ja, so, und das ist mein erster Riff. Und jetzt ist es so, jetzt nehme ich mein Slide und interpretiere die Melodie eigentlich eine Oktave höher. Also ich slide den fünften Bund, immer einen Bund tiefer fange ich an. Ne? Also ich beginne im vierten und slide im fünften. Dann gehe ich in den zweiten und slide den dritten. Dann gehe ich hoch auf die G-Seite vom dritten und slide den vierten. Und dann gehe ich vom ersten Bund in den zweiten auf Ton A, G-Seite, leere G-Seite und slide wieder in den vierten Bund.
vom Bund 3. So, der zweite Teil ist eigentlich ähnlich. Spiele wieder mal eine Oktave. E, E, D. Zweiter Bund auf der A-Seite, der Ton B. Und dann die leere D-Seite. Und dann der dritte Bund auf der tiefen E-Seite. 1 und D, 2 und 3. Ach, ganz wichtig, ja, vergessen zu erwähnen. Unser Blues ist diesmal im Dreivierteltakt, ja. Und jetzt interpretiere ich die Melodie auch wieder. Und ja, eigentlich fast dasselbe. Nur, dass ich mir den letzten Ton auf dem vierten Bund dann spare und ende einfach auf der leeren G-Seite. Das heißt, die ersten vier Takte. Okay, jetzt geht's einfach hoch. Ich gehe einfach eine Seite hoch und spiele meinen Riff in A. Ja, also leere A-Seite, zweiter Bund G-Seite, die Oktave, 1 und D und dann die leere G-Seite. So, dann geht's auf den zweiten Bund von der D-Seite, E, leere D-Seite, dann dritter Bund A-Seite und jetzt spiele ich so ein bisschen A-Power-Chord, einfach Zeigefinger auf D und G-Seite im zweiten Bund, ja, und schlag den ein bisschen so an. Und jetzt spiele ich wieder meinen Riff hier. Nur am Schluss ende ich jetzt nicht auf der leeren G-Seite, sondern ich ende auf dem zweiten Bund von der G-Seite, nämlich auf dem Ton A. Und dann bin ich wieder bei meinem E-Riff. Okay, so. Nächster Part sieht so aus. Jetzt gehen wir auf B und da ist es ganz gut, dass ich das Röhrchen auf dem kleinen Finger habe. Dadurch habe ich meinen dritten Finger frei und kann so ein bisschen B-Power-Chord spielen. Ja, 1 und Slide, fünfter Bund B, dritter Bund B-Seite, vierter Bund G-Seite und in den zweiten Bund auf der G-Seite, Ton A. So, jetzt kommt der A, spiele ich auch einfach nur als wieder A-Power-Chord. Ja. Und dann beginne ich im dritten Bund, auf der B-Seite, auf den Ton D, vierter Bund G-Seite und wieder zweiter Bund auf der G-Seite der Ton A. Ja. Heißt nochmal A, B und A. Und dann kommt wieder mein E. Ja, und ganz am Schluss slide ich einfach vom vierten Bund D, G und B-Seite auf den, also vom dritten Bund auf den vierten Bund. Und dadurch habe ich eigentlich dann wieder mein Turnaround aufs B. Ja? Und ganz am Schluss könnte ich dann vielleicht noch meinen neunten Bund sliden. Und dann hätte ich wieder ein E als Dreiklang. Und das ist der ganze Blues. Du findest, wie schon gesagt, den ganzen Blues zum Download. Ich würde sagen, ich spiele noch einmal den ganzen Blues und ja, los geht's. Den Link für dieses Slide lege ich mal unter das Video. Ist ein wirklich richtig gutes. Ich habe viel ausprobiert und bin dann irgendwie bei dem hängen geblieben und kann ich nur empfehlen. Muss mal gucken, es gibt verschiedene Größen. Da gibt es, also das hier war jetzt für mich das kleinste, aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst für meinen kleinen Finger immer noch zu groß. Und über meinen Ringfinger passt es richtig gut drüber, aber da würde ich glaube ich auch noch ein bisschen was mit reinlegen, weil ich das ein bisschen fester haben möchte. Ja,
Thema Blues-Gitarre gibt es natürlich auch wieder im Masterplan. Ja? Werd öfters gefragt, ja, was das eigentlich ist, der Kurs oder so. Was wird da gezeigt, welche Lieder und sowas. Muss ich gleich dazu sagen, der Masterplan, das ist was anderes. Das ist nicht einfach nur so eine Liederansammlung und jetzt zeige ich dir den Song und den Song und den Song. Überhaupt nicht. Der Masterplan ist einfach dafür da, dass du richtig gut Gitarre spielen kannst. Du lernst alle wichtigen Techniken an der Gitarre, du lernst ja, Blues auf der Gitarre zu spielen, dass du dann zum Beispiel einfach einen Slide nehmen kannst und kannst sagen, alles klar, ich baue mir selber einen Blues zusammen. Ja? Und dasselbe gilt auch für die ganzen Zupfmuster oder irgendwas. Du hast einen Song oder bist dann im Song, wo du arbeitest und möchtest den anders interpretieren. Mit dem Masterplan ist kein Problem. Du hast so viele Möglichkeiten an Zupfmustern oder Anschlagsmustern bis dahin gelernt, dass du einfach selbst entscheiden kannst, ja, was will ich denn jetzt einfach dazu nehmen? Ja, und du weißt, du bist richtig im Takt und sowas. Und dafür ist er da. Geht auch noch viel weiter. Es geht auch wegen in das Thema zum Beispiel Noten lesen, dass man überhaupt mal weiß, wo die Noten auf der Gitarre sind, dass man auch die eine oder andere Note auch mal lesen kann. Ja, viele Leute stehen immer da, sehen ein Blatt mit lauter Punkten drauf und sagen, wow, können damit nichts anfangen, ja, und dabei ist es eigentlich total easy, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, ja, die Möglichkeiten und die Vorteile vom Notenlesen sind ja hammermäßig, also nicht nur, dass du jetzt dann Klassik oder irgendwas spielen kannst, sondern es geht darum, überhaupt das Ganze musikalisch zu verstehen, wie jetzt zum Beispiel auch, wie komponiere ich so einen Blues zusammen, ja? Wenn ich so ein bisschen Einblick in die Noten habe, meine Töne kenne und ein bisschen in die Harmonielehre dann auch mit reinkommen, was auch im Masterplan drin ist, ja, dann kann ich mir das einfach zusammenbauen. Und das ist das große Ziel vom Masterplan, dass du einfach ein toller Gitarrist wirst oder eine tolle Gitarristin wirst. Und ja, Songs gibt es natürlich auch. Und die sind ja dafür da, damit alles immer so ein bisschen zusammenkommt. Ja. Ich würde dir raten, schau da einfach mal rein. Wenn du schon spielen kannst, dann möchte ich dir den Masterplan 2 empfehlen, für alle, die jetzt gerade angefangen haben und rein zufällig da irgendwie in das Röhrchen spielen, damit reingerutscht sind, würde ich dann empfehlen, wenn ihr noch gar keinen Plan vom Gitarrespielen habt, schaut euch den Masterplan 1 einfach mal an, kann man 14 Tage mitmachen. Am Anfang ist er wirklich mega, mega einfach, ja, und aber es geht relativ schnell nach oben, also, oder auch wer der Meinung ist, ich habe viele Leute, die haben den Kurs zum Beispiel sich geholt, weil sie gemeint haben, mir fehlt die komplette Basic. Ich kann zwar ein paar Akkorde spielen, aber vom Rhythmus habe ich keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von den Tönen auf der Gitarre und sonst was. Und ich denke, das ist der größte Teil. Gibt es etliche, die einfach sagen, ich habe den ganzen Masterplan nochmal durchgearbeitet und jetzt habe ich wenigstens eine Ahnung von dem, was ich da spiele. Ja? Und dafür ist der Kurs natürlich auch super. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video ein bisschen weiterhelfen, vielleicht neue Anregungen geben. Würde mich freuen, wenn es dir gefallen hat, gib dem Video einfach einen Daumen nach oben. Würde mich auch freuen, wenn ich dich vielleicht im Kurs begrüßen darf. Wie schon gesagt, wenn du sowas spielen kannst, dann ist, glaube ich, der Masterplan 2 ideal, um dein ganzes Können noch ein bisschen auszubauen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Lesson und bis dahin sage ich Ciao, der Michel!